Nehmen wir mal an, in 5 Minuten kommt jemand zu dir nach Hause und wird dich und deine Familie umbringen. Würdest du dann in dem Wissen, dass gleich jemand kommt, dich vorbereiten und etwas dagegen tun? Oder würdest du dein Leben ganz normal weiterleben? Nun, die Situation ist so, dass in 5 Minuten jemand kommt. Und wir alle, wir sitzen zu Hause und wir warten einfach nur, dass es passiert. Wir befinden uns gerade kurz vor dem Dritten Weltkrieg. Wir befinden uns gerade kurz vor dem Krieg mit Russland. Und wir hören all diese Nachrichten drumherum. Aber wir nehmen einfach unsere Hände, halten sie vor die Augen, wie ein kleines Kind, und sagen, hey, ich bin jetzt unsichtbar. Man sieht mich nicht mehr. Keiner kann mir etwas anhaben. Aber das hat damals schon nicht funktioniert, als wir kleine Kinder waren, und das würde auch heute nicht funktionieren. Wir versuchen, all das auszublenden, denn das Ganze ist viel zu groß für uns. Ein Krieg in Europa, ein Krieg gegen Russland. Das Ganze scheint so surreal, so unrealistisch, dass wir uns das nicht vorstellen können. Aber nur weil wir uns das nicht vorstellen können, weil wir das Ganze ausblenden, wird es dennoch passieren. Unsere Großeltern wüssten ganz genau, was jetzt zu tun ist. Aber die leben meistens gar nicht mehr. Und wir schauen jetzt an, wie das immer mehr eskaliert, wie wir Sanktionen gegen Russland verhängen, wie wir dieses Land immer mehr in den Krieg zwingen. Russland will keinen Krieg. Putin ist auch kein zweiter Hitler, wie er uns immer wieder verkauft wird. Ich sage es mal so, Putin wird niemals mein bester Freund werden. Ich stimme mit ihm in vielen Sachen nicht überein. Aber dieser Mann ist der einzige Grund, dass wir diesen Krieg noch nicht haben. Weil er sich eben nicht dahin locken lässt. Er lässt sich nicht in diesen Krieg locken. Er versucht immer wieder, alles diplomatisch zu lösen. Dafür können wir gerade sehr, sehr dankbar sein. Für all die Leute, die jetzt zugucken und sagen, was erzählt dieser Typ da eigentlich gerade für wirres Zeug? Spinnt der? Das wird doch ganz anders in den Medien erzählt. Was will der von mir? Kann ich das kurz nochmal aufdröseln? Damals, als sich die Sowjetunion, als sich der Warschauer Pakt aufgelöst hat, haben sie eine Bedingung gestellt. Und zwar, dass es keine NATO-Osterweiterung geben wird. Denn das Ganze wäre natürlich gefährlich für Russland. Man möchte das Messer nicht direkt an der Kehle haben. Das ist jedem von uns logisch. Und die USA hat damals dem zugestimmt. Es wird keine NATO-Osterweiterung geben. Wie wir jetzt alle wissen, gab es diese Erweiterung aber über die Jahre, Stück für Stück immer mehr. Und dementsprechend kam das Messer Russlands Kehle immer näher. Russland hat das Ganze mit angesehen und nichts getan. Nun ist das Messer aber direkt an der Kehle, in der Ukraine, direkt vor Russlands Haustür, direkt an der Grenze. Und da hat Putin gesagt, jetzt ist Schluss, bis hierhin und nicht weiter. Das schauen wir uns nicht weiter an. Des Weiteren haben sie den Pachtvertrag für diesen Militärhafen, Sewastopol. Sie haben sonst keinen Militärhafen im Süden, denn sie haben ja sonst keine Küste im Süden. Das heißt, wenn wir ihnen diesen Hafen wegnehmen, haben sie keinen eine Marine mehr im Winter, denn die Häfen im Norden sind eingefroren, können nur mit Eisbrechern überhaupt beseitigt werden und da kommen keine Kriegsschiffe mehr durch. Bedeutet also, im Winter wäre Russland handlungsunfähig. Es wäre so, als ob wir ihnen die Hände fesseln. Und dass dann Russland sagt, Moment mal, wir haben doch da einen Pachtvertrag und wir es trotzdem missachten und uns die Ukraine einverleiben wollen, da kommt also diese Putschregierung, die überhaupt nicht demokratisch gewählt ist, dazu auch noch faschistisch ist, wo ich mir auch als Deutscher denke, wir müssten noch eine gewisse Verantwortung haben und aufstehen und sagen, Moment mal, so nicht. Nein, im Gegenteil. Ein Herr Frank-Walter Steinmeier fliegt da sogar in die Ukraine, trifft sich mit der faschistischen Regierung, trinkt mit denen Kaffee, macht mit denen Fotos und es fließen auch noch Gelder von uns in die Ukraine, in diese Regierung, die ganz offen zu ihrem Faschismus steht. Die tragen ab und zu mal eine SS-Uniform und singen kleine Liederchen und so. Das ist schon toll. Es ist unglaublich, wie weit es mit uns gekommen ist. Wie weit es mit unserer Gleichgültigkeit gekommen ist. Dass wir uns das einfach nur angucken, uns das gefallen lassen. Dass sowas von unserer Regierung auch noch unterstützt wird. Da hätten wir schon längst aufstehen müssen. Aber nein, wir sind so abgestumpft,
so überflutet von Reizen, von Nachrichten, dass wir uns das einfach nur angucken. So, jetzt soll also die Ukraine mit in den Staatenbund einverleibt werden, mit zur Hegemonialmacht USA gehören, unter deren Schutz, da sind Milliarden geflossen. Und dann soll da dieses Raketenabwehrsystem gebaut werden, was die USA vor Raketenbeschüssen aus Russland schützt. Das heißt Atomraketen. Das bedeutet, wenn die USA Russland atomar beschießt, kann Russland nicht zurückschießen, denn das Ganze wird abgefangen. Und dass Russland dann sagt, Moment mal, stopp, das wollen wir nicht, das erscheint uns dann merkwürdig. Putin ist ein Aggressor? Putin ist der zweite Hitler? Wo kommen wir denn da hin? Wenn direkt Truppenübungen in der Ukraine stattfinden, von uns, von den NATO-Ländern, und Russland nur seine Truppen an seiner Grenze versammelt, weil sie sich sagen, Moment mal, wenn hier irgendwas passiert, dann wollen wir abgesichert sein. Und wir uns darüber aufregen, Moment mal, Russland, was machst du denn da? Warum ziehst du denn da deine Truppen zusammen? In deinem eigenen Land, was fällt dir denn ein? Wir aber in einem fremden Land diese Übung unterhalten, direkt vor Russland, dann ist das wirklich perfide, dann ist das pervers. Und so verkauft es aber unsere Presse uns. So verkaufen sie es uns. Russland macht mobil. Wie können sie nur? Wenn dir das Messer an die Kehle gehalten wird, würdest du dann zugucken? Russland soll hier ganz klar provoziert werden. Sie sollen immer mehr in diesen Krieg gezwungen werden. Und Putin ist wirklich ein Mann, ein genialer Stratege, der immer wieder versucht, das diplomatisch zu lösen. Jetzt gerade mit seinem 7-Punkte-Plan. Und wieder versucht er, das diplomatisch zu lösen. Da werden Sachen inszeniert wie Flugzeugabschüsse, die angeblich von den Freiheitskämpfern aus dem Osten der Ukraine kamen. Aber ganz andere Sachen entdeckt wurden, wie Einschusslöcher von Militärmaschinen, die diese Rebellen oder Freiheitskämpfer gar nicht haben. Viele Unklarheiten, die Blackbox wurde ausgewertet. Aber was da nun bei rausgekommen ist, hat keiner von uns erfahren. Schon merkwürdig. Ich meine, wenn da etwas Belastendes gegen Russland bei rausgekommen wäre oder gegen die Freiheitskämpfer, dann wäre das doch längst öffentlich geworden, oder nicht? Es wurden komische Satellitenfotos gezeigt, die keinerlei Sinn ergeben. Hingegen aber komplette, sehr schlüssige Aufnahmen der Russen, die uns darlegen, was wirklich passiert ist. Also hier werden wirklich Fakten verdreht im großen Stil. Hier wird Meinungsmache betrieben im großen Stil. Wir sollen gegen Russland aufgehetzt werden. Wir sollen dafür schon mal mental vorbereitet werden, dass wir in diesen Krieg gehen. Ich möchte nicht in diesen Krieg gehen. Ich habe keine Lust, meinen Arsch für Leute zu riskieren, die hier nur Geld verdienen wollen. Denn wenn Deutschland, wenn Europa erstmal in Trümmern liegt, kann man das Ganze wieder aufbauen. Und Wiederaufbau ist der Motor einer Wirtschaft. Wir haben es nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen, wie die Wirtschaft überall in Europa wieder geboomt hat, dort, wo man alles aufbauen musste. Und hier können genau diese Menschen, die diesen Krieg antreiben, natürlich eine Menge Geld verdienen. Wenn du jetzt denkst, was erzählt er mir da eigentlich? Was ist das für ein Schwachsinn? Die Medien erzählen mir das doch ganz anders. Dann kann ich nur sagen, prüfe es selber nach. Recherchiere selber im Internet. Recherchiere, überlege und überlege genau, wer hat etwas davon, wer hat etwas davon. Und dann kommt man relativ schnell auf den Kern der Wahrheit. Nun ist meine Frage, willst du für diese Profitgier dieser Menschen wirklich deinen Arsch hinhalten? Willst du dafür deine Familie opfern? Willst du dich selber dafür opfern? Krieg, egal wie. Gewalt, egal gegen wen und wie, ist falsch. Und da müssen wir aufstehen. Was können wir jetzt tun? Was können wir konkret gegen diesen Krieg tun? Wie können wir ihn abwenden? Wir können auf die Straße gehen und Flagge zeigen. Wir können ganz klar Position beziehen und unserer Politik damit zeigen, dass wir das Ganze nicht wollen, dass wir keinen Krieg gegen Russland wollen,
dass wir allgemein keinen Krieg mehr wollen. Und das können wir signalisieren, indem wir endlich aufstehen. Jeden Montag gibt es zum Beispiel in Deutschland die Montagsdemo und in Berlin zum Beispiel am Montag wieder um 18 Uhr vor dem Brandenburger Tor. Dort könnt ihr auch mich immer treffen, ich bin immer dort. Und dann können wir auch ein kleines Pläuschen halten und ein bisschen reden. Aber vor allen Dingen geht es halt darum, dass wir dort sind, Präsenz zeigen und der Politik zeigen, nein, wir wollen das Ganze hier nicht mehr. Wir wollen diesen Krieg nicht. Dazu müssen wir aber alle aufstehen. Und das ist kein großer Aufwand. Wir müssen nur jeden Montag dorthin gehen. Und mal ehrlich, wer noch nicht mal diese 2 Stunden einmal in der Woche opfern kann für Frieden, der hat ihn auch nicht verdient. Wir müssen dafür kämpfen, eigentlich müssen wir für mehr tun. Aber das ist erstmal das Mindeste, was man tun muss. Und da musst du auch deine Freunde mobilisieren, deine Verwandten, mit ihnen reden, ihnen zum Beispiel dieses Video hier zeigen. Teilt das Video auf Facebook, damit auch andere Leute angeregt werden. Wow, hier passiert gerade etwas. Und wenn ich nun falsch liege und nichts von dem eintrifft, meine Güte, dann hast du vielleicht ein paar Stunden deines Lebens verschwendet und bist dorthin gegangen und hast tolle Leute kennengelernt, kamst mit ihnen ins Gespräch und hast dich für den Frieden engagiert. Aber wenn ich und andere richtig liegen, schlittern wir gerade in den nächsten Krieg. Und viele werden sterben, deine Freunde werden sterben, deine Familie, du. Und dafür lohnt es sich, glaube ich, auf die Straße zu gehen. Also geh zum Montagsdemo. Das Ganze ist eine super Sache, ins Leben gerufen von Lars Mehrholz. Super cooler Typ. In den Medien wurde er immer zerrissen als Neurechter. Die ganze Bewegung wird als Neurechts diffamiert, in die rechte Ecke gestellt. Dabei, wer einmal dort war, weiß, dass das mit rechts wenig am Hut hat. Dort geht es nur um Frieden. Dort siehst du den Rastafari mit Dreadlocks. Du siehst die weiße Mutter mit schwarzem Kind. Du siehst den türkischen Familienvater. Also Multikulti. Alles ist dort vertreten. Die breite Masse unserer Gesellschaft. Dort soll wieder nur diese ganze Friedensbewegung diffamiert werden, in eine Ecke gestellt werden und damit unattraktiv gemacht werden. Das Ganze ist aber wichtig. Es ist wichtig, dass wir darüber reden, dass wir diese Sache größer machen, uns alle dort treffen, uns alle mobilisieren für den Frieden. Des Weiteren, unten in der Videobeschreibung, ist nochmal ein Link zu einer Facebook-Gruppe, die ich gegründet habe. Dort können wir uns überlegen, austauschen, was können wir noch für Aktionen starten für den Frieden, was können wir da vielleicht machen, vielleicht hier und da ein kleines Sit-in, um darauf aufmerksam zu machen, oder diese oder jene Aktion. Natürlich alles friedlich, denn das ist mir ein wichtiges Anliegen, dass man Frieden mit Frieden aufbaut und mit Frieden schafft und keine Gewalt anwendet oder irgendwie das Gesetz bricht. Da bin ich absolut dagegen, bin ich kein Fan von. Wir halten uns an die Regeln und wir wollen dieses Ganze hier friedlich vorantreiben und wirklich Frieden schaffen und nicht für weitere Tumulte sorgen. Des Weiteren wurde ich zu diesem Video angeregt durch Ken Jebsen, KenFM. Ich habe lange überlegt, ob ich ein Video mache zu dem ganzen Thema. Und ich wusste immer nicht, wann ist die Zeit reif dafür. Vor ein paar Tagen hat Ken ein sehr ähnliches Video wie dieses hier gemacht und hat mich dazu angeregt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist die Zeit reif, jetzt muss endlich was getan werden. Jetzt muss ich meine Abonnenten, meine Zuschauer mobilisieren, damit wir endlich für Frieden kämpfen. Deswegen ein großes Dankeschön an Ken Jebsen von KenFM, der auch immer wieder von den Medien diffamiert wird, zu Unrecht. Hier könnt ihr nochmal seinen Kanal angucken, hier, klickt darauf, guckt euch seine Videos an, abonniert den jungen Mann, super cooler Typ. Ich finde es super, dass er sich so für den Frieden einsetzt. Und es müsste mehr von uns geben, die sich so engagieren. Also, am Ende bleibt mir nur zu sagen, kommt zur Montagsdemo, kommt in meine Facebook-Gruppe, engagiert euch für den Frieden, erzählt euren Freunden davon. Lasst uns endlich auf die Straße gehen. Es ist 11:55 Uhr, gleich kommt der Mann, der uns umbringen will. Und das wollen wir alle nicht, also müssen wir jetzt endlich handeln. In dem Sinne, Love, Peace and Rock'n'Roll, bis dann. Ciao.